Prinz Harry steht kurz vor seiner Rückkehr ins Vereinigte Königreich. Es gibt ein Ereignis Anfang Mai, das ihm sehr am Herzen liegt und bei dem er nicht fehlen will. Herzogin Meghan könnte ihn erstmals seit der Beerdigung von Königin Elizabeth II. Im September 2022 bei einer Heimatreise begleiten. Tatsächlich soll Prinz Harry eine London-Reise planen, um am 10. Jahrestag der Invictus Games in der Londoner St. Paul's Kathedrale am 8. Mai teilzunehmen. Laut dem offiziellen Zeitplan der Kathedrale, der von dem britischen Express eingesehen wurde, ist das Ereignis für den 8. Mai um 17 Uhr angesetzt. Prinz Harry, der die Spiele 2014 ins Leben rief, um verletzte Soldaten und Soldatinnen zu ehren, ist demnach nicht nur als Gast gelistet, sondern soll auch eine Rede halten. Herzogin Meghan stehe ebenfalls auf der Liste. Ihr Name soll jedoch mit Bleistift eingetragen und noch zu bestätigen sein. Laut eines Insiders des Express hofft Prinz Harry, dass nicht nur Meghan, sondern auch ihre beiden Kinder Archie Harrison und Lilibet Diana mit ihm nach London reisen werden. Aber die Anwesenheit der Kinder ist noch ungewiss, da sie das Vereinigte Königreich nur besuchen werden, wenn ihre Mutter sich entscheidet, teilzunehmen, fügt die Quelle hinzu. Harry hoffe, dass sie ihn begleiten werden, damit sie alle den Gottesdienst genießen und gleichzeitig Mitglieder seiner Familie treffen können, während sie im Land sind. Die Teilnahme des Paares an diesem Ereignis wird als ein sanfter Schritt gesehen, sich wieder in das Bewusstsein der britischen Bevölkerung zu integrieren. Es symbolisiere einen Anlass, der fast gleichbedeutend mit den Pflichten eines arbeitenden Royals ist. Es ist eine würdige Sache, bei der Harry der Hauptbotschafter ist. Und es wird ein guter Ausgangspunkt für die Sussexes sein, um gleichzeitig die Beziehungen zur königlichen Familie und zum britischen Volk zu reparieren, so der Insider.